Der Titelverteidiger ist also im Achtelfinale ausgeschieden. Ein anderer oberösterreichischer Cupsieger ist hingegen eine Runde weiter. Ried, der Titelträger aus dem Jahr 2011, hat gegen den Regionalliga-Club SAK Klagenfurt mit 1:0 gewonnen. Ein Arbeitssieg der Rieder, nicht mehr und nicht weniger. Beim SAK freut man sich über die neue Flutdichtanlage, ist zuversichtlich und man träumt vom Aufstieg, sucht die Mannschaft. Sie spielt munter drauf los, zeigt keine Scheu vor Ried und Gregor Triplat wäre wohl der Mann des Abends geworden, wenn ja wenn er diese Riesenmöglichkeit gleich nach 15 Minuten auch genützt hätte. So kommt es aber, wie es sich die Fans nicht gewünscht haben. Ried trifft nach einer Ex aus der Kärnten-Kombination Sando für Thomas Hinum 0:1. Das stellt den Spielverlauf völlig auf den Kopf. Wir haben es nicht geschafft, dass wir über 7, 8, 9 Stationen den Ball halten, dass wir über die Seite auf die Verteidigung vom SAK hinkommen. Wenn wir dann die Ballverluste gehabt haben, hat der SAK sehr, sehr gut umgeschaltet. Sie haben sehr, sehr schnell nach vorne gespielt. Mit dem haben wir Probleme gehabt und deswegen war das so. Der SAK diktiert, ja, dominiert das Spiel, hat wenig Glück, trifft einmal die Querlatte, spielt die Chancen im Minutentakt heraus. Aber Thomas Gebauer ist immer zur rechten Zeit am rechten Ort. Es fehlt beim SAK ein Vollstrecker, der wenigstens einmal aufzeigt. Es waren auch sehr viele Situationen, wo wir gut runtergekommen sind, wo der letzte Pass nicht gekommen ist. Da fehlt halt dann das gewisse Etwas, um da halt weiterzukommen. Und gerade wenn man gegen so einen Bundesligisten spielt, da muss man die wenigen Chancen, die man hat, einfach nutzen. Gegen Ende wirken die Kärntner leicht müde. Ried spielt die ganze Routine aus, kontert, aber auch ihnen fehlt der Vollstrecker. Da ist es in der Schlussphase, der Pfosten und auch der SAK-Torhüter Marcel Reichmann, der nichts mehr zulässt. Zuerst mit einem starken Reflex und dann auch weit vor seinem Arbeitsplatz. Der SAK verkauft sich blendend, ärgert Ried, scheidet aber aus. Ried steht im Viertelfinale, die Fans in Klagenfurt freuen sich aber trotzdem. Was bleibt, ist die gute Nachrede.